Willkommen zu Part 18 des CPU-Assembler-Tutorials, Part 28, nicht 18. Vorab möchte ich sagen, es war eine kleine Pause da und da werden auch vielleicht noch in absehbarer Zukunft einige mehr kommen, weil ich gerade nicht allzu viel Zeit habe, Videos zu machen, aber darum soll es gar nicht gehen. Für die Ungeduldigen unter euch, ich habe gestern Abend angefangen, das in Minecraft auszuprobieren. Es geht, so wie ich es mir vorgestellt habe. Fertig bin ich noch lange nicht und Videos werden kommen, da braucht ihr keine Angst haben. Was machen wir heute? Wir wollen Variablen definieren, damit, wenn wir irgendwann keine Register mehr übrig haben, weil wir alle zugeknallt haben, irgendwie noch im Arbeitsspeicher Sachen speichern können. Und damit wir nicht immer irgendwelche Adressen laden müssen und die wir uns dann irgendwie merken sollen, geht es einfach mit Variablen. Die eine Form kennt ihr schon, das wären Strings. Tangas. Das wäre Zahl 1, ist der Name. Define Byte wäre dann, wie der Byte aussehen soll. Und das ist eben dieser String, der hier abgeschlossen wird. Wenn wir allerdings eine Variable einsetzen wollen, die noch keinen Wert zugewiesen hat, dann machen wir das doch mal, nennen wir sie doch mal so. Und ein Wort, weil wir 16 Bit brauchen, also 2 Bytes. Und wie definiert man etwas, das man nicht kennt? Mit einem Fragezeichen. Die drei hätten wir schon mal definiert. Was wir heute machen wollen, ist nichts anderes, als was wir eigentlich schon kennen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass wenn euch die Register ausgehen oder sonst was, dass ihr auf Variablen zurückgreifen könnt, Schrägstrich sollt. Wenn wir bei Part 30, 34 oder so das Betriebssystem hier fertigstellen werden, werden die Dinger von unvorstellbar großem Wert sein. Also, wir wollen Zahl 1 eingeben, Zahl 2 eingeben und dann das Ergebnis ausgeben. Sagen wir mal, ach ja, was ich schon gemacht habe, ist den hier und die hier. So, jetzt legen wir die Zahl, die durch ScanNum in das CX-Register gekommen ist. Dieser Zahl weisen wir jetzt der Variable 1 zu. Dann ein Zeilenumbruch. Dann dasselbe Schauspiel nochmal mit Variable 2. Und einen weiteren Zeilenumbruch. Jetzt können wir nicht direkt die Variablen verrechnen. Also wir können nicht einfach sagen, addiere Variable 1 mit Variable 2 und das Ergebnis ist dann Variable 3. Sondern jetzt müssen wir es in den Prozessor laden und das tun wir durch die prozessornahen Register. So, also wir laden in das AX-Register die Variable 1, in das BX-Register die Variable 2. Addieren das dann zusammen. Und Variable 3 wäre dann das AX-Register. Da es jetzt noch so schon so toll im AX-Register liegt, können wir es gleich auch zum Bildschirm ausgeben. Au! Können wir das gleich auch zum Bildschirm ausgeben. Call print num. Ja. Sollte so funktionieren. Nein, wird es nicht. Wir brauchen noch etwas Tolles und zwar den unendlichen Loop. Zahl 1 eingeben. Machen wir mal 15, Zahl 2 eingeben, 25 und das Ergebnis ist natürlich 40. Mag jetzt klein und unscheinbar vorkommen, aber das kommt jetzt doch eigentlich die ganze Zeit. Am Anfang denkt man sich, wer braucht einen Full-Adder oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie ihr euch da gefühlt habt. Jedenfalls werden die Variablen wichtig. Stellt euch vor, ihr müsst 40.000 Zahlen verarbeiten mit dem Assembler-Programm, was eigentlich für so einen PC-Standard ist.
aber kein PC, auch keine RISC-Prozessoren, haben 40.000 Register direkt am Prozessor dran. Durch die Variablenzuweisung verschieben wir das dann in den RAM. Da wird unter anderem auch die Adresse gespeichert. Also wenn wir die effektive Adresse von var 1 laden, dann steht da hier die RAM-Zuweisung von dem Teil drin, die Arbeitsspeicherzuweisung. Und ja, das war eigentlich schon, was wir gemacht haben. Wir können auch hier ein Double Word zuweisen. Ja, haben wir gerade. Double Word, was laber ich da? Wir können einen Byte zuweisen. Was ein Byte ist, solltet ihr eigentlich alle wissen. Wir können ein Word zuweisen. Das ist dann die Bandbreite vom Intel 8086. Und wir können so viel. Wir können 10 Bytes zuweisen. Alles kein Problem. Wir müssen halt nur die richtigen Befehle nennen. Die findet ihr in der Beschreibung. Wenn ich die hier nicht finde. Nein, finde ich nicht. Also, ah doch, hier. Eine Byte-Variable, eine Wort, eine Doppelwort-Variable wäre DD für Define Double. Das wird allerdings dann bei uns nicht möglich sein, weil wenn wir nur 16-Bit-Register haben und ein Doppelwort speichern wollen, dann müssen wir sie über zwei Register verteilen. Und da habe ich keinen Bock, die Kontrolllogik für zu bauen. Könnt ihr gerne machen, ich werde es ansprechen, wie es geht, aber wir werden mit einem 16-Bit-Registern auskommen müssen. Auch Define Byte wird nicht möglich sein, weil wir dann die Register in High und Low unterteilen müssten, wie AHAL. Kennen wir alles schon aus den vorherigen Teilen. Für die Leute, die sich nicht vorstellen können, wie es in Minecraft aussieht, es ist ein riesiger Decoder und haufenweise AND-Gates. Dann noch ein bisschen Timing dazu. Also wir nehmen aus der GPU die Buchstaben hier unten MOV, was wäre es in unserem Prozessor? Das Bas ins Basisregister soll das DX-Register. Das sind dann insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zeichen. Zunächst werden die drei hier geprüft durch den Decoder. Wenn M stimmt, also sagen wir M ist der. Welcher Buchstabe ist M? A, B, C, D. Ach, vergiss es. Ja, die Zahl für M, die Zahl für O und die Zahl für V, wenn die alle wahr sind, also wenn alle drei hier an sind, dann sind die ersten drei Stockwerke des Decoders auf an. Das lotsen wir in ein AND-Gate mit drei Inputs. Wenn das an ist, heißt der Befehl MOV. Dann warten wir auf das Leerzeichen, das hat auch irgendeinen Zahlenwert, keine Ahnung, 35 oder so. Wenn das an ist, dann darf das Endgame überhaupt ausgeben, weil sonst wäre es ja ein Rechtschreibfehler und es wäre irgendwie sowas da gestanden. Dann haben wir ja vier Register, also AX, BX, DX und RAM, glaube ich. Das sind also entweder 00, 01, 0, nee, 10 oder 11. Und je nachdem, welches Register da steht, also wenn hier ein B steht, wird auf den Bus, der zu den Registern führt, eine 01 gelegt. Wenn da ein D steht, wird da eine 10 draufgelegt. Wenn das X dahinter nicht da ist und das Komma fehlt, dürfen die gar nichts ausgeben. Ist ein etwas größerer Decoder. Ich werde mal schnell einen kleinen Überblick geben. Moment. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Das ist gestern Nacht mit Julian zusammengekommen. Hier ist der Bildschirm. Ist übrigens auf dem Server. Ihr könnt drauf, wenn ihr nachfragen wollt. Ist mir aber auch völlig egal, gerade eben. Hier haben wir die vier Registerzuweisungen: 00A, 01B, 10C, oder was auch immer das war, und 11D. Sind einfach nur Decoder. Je nachdem, welcher an ist, wird hier auf diesen Registerbus, also den Drainbus, die jeweilige Zahl gelegt. Hier wäre der MOV enable. Wenn ihr den Opcode noch kennt, dann wisst ihr, dass wir 5 Bits für den MOV-Befehl haben. Hier unten wird erstmal decoded, also das M war also der Buchstabe 8 und 4, 12, also der 13., weil wir von 0 abzählen. Das O war also der 8, 4, 12, 14. 15.
Und das V war also der 16, 4, 1, 21. bzw. 22. Wert. Diese drei alle hier wahr sind, also die Fackeln hier überall angehen, kann das AND-Gate hier schalten, nein, hier schalten. Der MOV Enable. Und kann durchgehen. Was diese Brücke hier soll, weiß ich nicht. So oder so ähnlich wird das aussehen. Da werde ich aber noch ein genaues Tutorial drüber machen, damit wir hier nicht irgendwie auf sowas sitzen bleiben. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.